Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jelos TV. Eine weitere Episode My Time at Porsche, mittlerweile Tag 29. Wir waren gestern in der dicken Ruine, also dicke Ruine im Sinne von, da waren eine Menge relativ starker Gegner unterwegs. Ich müsste da eigentlich direkt wieder was pflanzen. Aber ich habe im Moment keine Lust, mich um diesen ganzen Käse da rund um Pflanzenwachstum zu kümmern, obwohl das eigentlich falsch ist, aber mit dem Teil des Spiels aktuell nicht ganz so attraktiv. Deswegen möchte ich lieber erstmal hier weitergehen. Machen wir mal ein bisschen Stoff. Dann haben wir schon mal ein bisschen Stoff auf Lager. Genau. Wir waren gestern in der großen Ruine und ich fand der Ausflug war jetzt auch nicht ganz unerfolgreich. Er war jetzt auch nicht besonders erfolgreich, weil ich ja dann doch letzten Endes irgendwann abbrechen musste. Weil ich gemerkt habe, dass mir dann doch vermutlich die HP ausgehen werden, bevor ich zum Ende komme. Deswegen hatte ich mir überlegt, heute nochmal in die Höhle zu gehen. Allerdings müssten wir auch leider so langsam aber sicher mal wieder die eine oder andere Ressource hier rankarren. Weil wir da nämlich jetzt langsam so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen, was Ressourcen angeht. Wir müssten auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Holz haben. Sind wir mittlerweile schon wieder nur noch bei 84 und eigentlich wäre es auch nicht schlecht, mal wieder ein bisschen Kupfer zu farmen. Bedeutet also ab in die kleine Ruine. Richtig lustig finde ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber das gehört nun mal zu dem Spiel dazu und von daher, ja, das ist natürlich jetzt schade, dass die Kiste voll ist. Ne. Mir fällt gerade nichts anderes ein, als es einfach erstmal in eine andere Kiste reinzumachen. Das gibt dann zwar wieder Unordnung, aber wie gesagt, jetzt aktuell bleibt mir leider nichts anderes übrig. Diese Sachen habe ich auch immer noch im Müll. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ich will die auch ungern wegwerfen. Ich bezweifle aber auch, dass die jetzt so einen mega geilen. Ne, falsche Kiste. So einen mega geilen. Die Kiste mit den ganzen. Doch, das war ja doch die richtige. Nein! Ah! Ja. Das war die richtige Kiste, alles klar. Okay, alle Sachen laufen wieder. Wird gerade echt ein bisschen arg viel. Das Spiel profitiert auf jeden Fall von einer richtigen Tiefe. Ja, Holzbretter möchte ich mir jetzt gerade nicht unbedingt noch hier aufbürden. Wenn ich auch noch mein letztes Holz loswerden. Ja, das kann auch noch mal durchlaufen, das ist okay. Ah, hier muss jetzt auch nicht unbedingt noch was gecraftet werden. Alles gut. Dann lassen wir das erstmal so bestehen. Hier kommt. Rohr kommt natürlich auch noch rein. Die Marmorplatte kommt hier mit rein. Gut. Das ist erstmal soweit alles erledigt. Ich könnte mir nochmal die Straßenlaternen angucken, ob wir da jetzt irgendwie einen Schritt weitergekommen sind. Ja, Bronzerohr, Kupferdraht. Dann machen wir die doch direkt mal. Die nächsten zwei. Dann ist der Auftrag nämlich erledigt. Ich muss direkt nochmal ins Mission Log reingucken. Könnt ihr jetzt entweder den Aufzug fertigen oder den Ghetto Blaster? Ich glaube aber, der Aufzug ist aktuell erstmal wichtiger. Aufzugssteuerung: zwei industrielle Kerne, fünf Stahl. Ne, da ist ja die Aufzugssteuerung. Kleiner industrieller Motor, Silikonchip und sechs Eisenbarren. Alle Motor. Zwei der drei Silikonchips und fünf Eisenbarren, wenn ich mich nicht irre. Da waren noch sechs. Muss ich jetzt aber noch einen mit. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof, dass man den Kram immer auf die Leiste ziehen muss. Aber gut, irgendwas ist immer. So, ja, das waren sechs. Habe ich doch nicht gehabt. Gut, der ist auch im Inventory. Dann würde ich mal gucken, dass ich die Straßenlaterne nochmal an den Mann bringe und mir einen neuen Auftrag hole. Ach ja, ich wollte noch nach den anderen Missionen gucken, ob ich jetzt alles erledigt habe. Läuft, habe ich. Da weiß ich nicht weiter. Da muss ich gucken. Aber ist jetzt auch erstmal nicht so das Riesendrama. Moin, moin, liebe Leute. Ich würde gerne mal mit euch sprechen. Oh, ich habe mich gerade etwas gewundert, dass es plötzlich Deutsch ist. Hallo, Russo. Ha. Da ist es doch wieder. Mit dem Lee möchte ich auch gerne nochmal sprechen. Guten Morgen. Ja, klar.
Hör mal drum zu heulen, ne, mit dir spreche ich nicht. So. Ich denke mal, ich werde die Laternen einfach auf dem Weg zum Meer. Ist mir zu wertvoll, ehrlich gesagt. Das bringt zu wenig Geld. Ihr Stoff ist auch okay. Ein bisschen viel. Also entweder 4 Stoff oder die 8 Eisenbarren, aber dann würde ich eher noch die 4 Stoff nehmen. Ich glaube, das sind die, die ich gerade produziere, wenn ich mich nicht irre. Trifft sich also ganz gut. So, dann schauen wir mal kurz auf die Map, wo die Laternen hingehören. Auf jeden Fall schon mal am Marktplatz. Dann werde ich da mal hinlaufen. Ich glaube, jetzt in dem Fall lohnt es sich nicht, das kleine Stück zurückzulaufen und mit dem Töff-Töff dahin zu fahren. Ganz entspannt so. Eine. Ach, die Porsche Times. Okay. Ja, relativ realitätsgetreue Nachrichten, muss man leider sagen. So, die Lämpchen stehen und dann würde ich mal direkt noch kurz die Aufzugssteuerung wegbringen. Auf dem Weg könnte ich eventuell noch ein bisschen Holz hacken. Da oben sind noch ein paar kleine Gebüsche. Die nehme ich definitiv nochmal mit. Und ja, wie gesagt, der heutige Tag sollte ja sowieso mal wieder so ein Stück weit der Ressourcenfindung dienen. Da haben wir doch jetzt in letzter Zeit etwas mit gegast. Und hat auch mal wieder ein bisschen was Farben, das ist dann leider so. Also ich könnte natürlich jetzt die Folgen, wo ich jetzt beispielsweise einfach nur Holzhacke oder so rausnehmen, aber ich finde das Format insofern halt richtig cool, dass man hier tatsächlich eine Episode pro Tag drehen kann. Und da finde ich es irgendwie auch blöd, wenn jetzt eine Episode einfach fehlt oder halt einfach ein Tag fehlt. Von daher, wenn es jetzt für euch zum Beispiel, wenn ich jetzt mal wirklich viel am Farmen bin, nicht so ganz interessant ist, das gehört halt zu diesem Spiel in meinen Augen dazu. Klickt einfach eine Folge weiter, dann kommt mit Sicherheit auch wieder Action und ich nehme es euch auf jeden Fall nicht krumm, von daher alles harmlos. Wenn ich mein eigenes YouTube-Verhalten anschaue, ich gucke mir nun mal auch nur Videos an, die mir gefallen. Und wenn es langweilig wird, klicke ich halt weiter. Das ist einfach so. So, aber jetzt ist er fertig, oder? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bin mal gespannt. Ah, da oben geht es in die Wüste. Alles klar. Ich würde das auch direkt mal ausprobieren, um einfach mal zu gucken, was da oben so auf uns wartet. Hoch! Danke! Ja, hier geht's auf jeden Fall in die Wüste rein. Okay. Da scheint auf jeden Fall die Quelle des Übels irgendwo zu sein. Na gut, ich muss jetzt sowieso erstmal mit Arlo reden. Geh dann noch irgendwie anderweitig in die Stadt rein. Hier über den Gang, aber dann bin ich natürlich in den Kläranlagenruinen, da möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht rein. Sonst würde ich hier gleich eben runterspringen, aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob mein Charakter das so gut verträgt. Nein. Jetzt werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Ja, relativ harmlos. War ja auch irgendwie zu erwarten bei einem solchen Spiel. Ja, ich hätte es ja, glaube ich, jetzt in einer der letzten Folgen schon mal anklingen lassen, dass ich momentan so ein bisschen am Überlegen bin, ob ich dieses Format jetzt noch so lange weiterspiele. Das Spiel macht sehr viel Spaß, ist aber deutlich umfangreicher, als ich mir das am Anfang gedacht hätte. Also ich hätte eher damit gerechnet, dass das jetzt was für vielleicht 50 Folgen Let's Play geworden wäre oder so. Aber ich denke mal, wenn man das Spiel wirklich ausspielen möchte, also alle Aspekte des Spiels genießen möchte mit dem ganzen Social-Kram und so weiter und so fort, dann ist man mit Sicherheit bei 150 Episoden locker. Und so lange wollte ich My Time at Porsche eigentlich nicht spielen. Also ich hatte nicht vor, das Spiel ein halbes Jahr am Stück zu zocken. Unser Kanal bietet ja auch relativ
abwechslungsreiche Kost an. Also wir ändern halt auch gerne mal das Format, weil wir auch einfach wirklich spielen wollen, worauf wir gerade Lust haben. Und wir sind beides halt nicht die Leute, die jetzt über Monate oder gar Jahre irgendein Spiel spielen. Eines der Spiele, die ich mit am meisten gespielt habe, ist nach wie vor World of Tanks. Okay. Ich würde gleich mal eben kurz hier das Gebäude erweitern, solange der noch geöffnet hat. Ich komme gleich auf World of Tanks zurück. Ach nee, das geht ja gar nicht hier, ich Idiot. Das ist ja totaler Blödsinn. Aber das Zuhause könnten wir theoretisch auch irgendwann in naher Zukunft mal wieder aufbessern. Genau. Mit eines der Spiele, die ich am, oder das Spiel, das ich mit am meisten gespielt habe in den letzten Jahren, war eigentlich World of Tanks bei mir. Und selbst da habe ich halt insgesamt mit Beta und meinem Account vielleicht 22.000, 23.000 Games. Das ist eine ganze Menge, ja, aber im Vergleich zu anderen Spielern, die teilweise vielleicht 200.000, 300.000 Games haben, es ist halt trotzdem nur ein Klacks. Liegt halt einfach daran, dass ich immer mal wieder Bock habe auf solche Spiele, dann spiele ich die halt und ja, kurz darauf habe ich dann halt wieder keine Lust mehr und dann spiele ich es halt nicht mehr. Und ich sehe es halt auch irgendwie nicht so ein, das dann irgendwie zu ändern. Alter Schwede, okay, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal. Kann man es dann nochmal erweitern? Da. 30.000 Gold. Also das ist auf jeden Fall schon mal wirklich Sapperlot. Also da kann man jetzt einiges bauen. Ich würde eventuell jetzt nochmal neue Öfen bauen und sowas alles. Ich kann jetzt auf jeden Fall auch mal vernünftig Getreide anbauen. Also Wahnsinn, das Upgrade war wirklich geil. Wir müssen nochmal zu Antoine. Das habe ich jetzt gerade irgendwie verballert. Und da kann ich gleich den nächsten Lampenauftrag annehmen. Und dann würde ich trotzdem nochmal ein bisschen Holz hacken gehen. 16, 13, das müsste passen. Ja, ist halt einfach so. Ich finde es selber manchmal ein bisschen schade, weil man dann halt auch, also ich meine jetzt, ich war in WoT nicht wirklich schlecht, aber da war mit Sicherheit auch noch Luft nach oben und man wird halt nicht so wirklich gut, wenn man nicht mal bei einem Spiel bleibt. Andererseits, gut, man soll halt spielen, was einem Spaß macht, dafür machen wir es. Dafür haben wir uns ja auch entschieden, diesen Kanal. Gut, den kann ich ja eh nicht mehr annehmen. Ne, gut, dann gibt es erstmal nichts mehr. Dafür haben wir auch letzten Endes den Kanal erstellt, um halt Spiele zeigen zu können, die uns halt wirklich Spaß machen. Und das sollt ihr halt auch merken. Ihr sollt halt merken, dass es uns Spaß macht. Und wenn dann ein Spiel keinen Spaß mehr macht, dann lohnt es sich halt auch nicht weiterzuspielen. Ich bin natürlich am Überlegen, was ich eventuell als nächstes spielen könnte. Und da ist guter Rat tatsächlich teuer. So, dann hole ich erstmal kurz den Stoff weg. Quasi wirklich so eine Just-in-Time-Lieferung. Wo bringe ich hier denn überhaupt hin? Machen wir jetzt mal wieder. Mit dem TÜV hinfahren. Auf jeden Fall schneller da, als wenn ich da hinlaufen würde. Gut. Moin, moin, Carol. Handelsauftrag. Immer gerne. Quatschen wir noch mal kurz eine Runde. Ach komm, dann quatsche ich mit dir auch noch mal eine Runde. Alles klar, danke schön. Tschüss, 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 tschüss. Alles Gute auch beruflich. Auf Wiedersehen. Die Rolle ist echt genial. So, jetzt bin ich am Überlegen, wo ich hingehe, um am besten Holz zu sammeln. Ich denke mal, das ist eigentlich ein ganz guter Spot. Auf der kleinen Bernsteininsel gibt es ja doch relativ viele Sträucher. Also diese permanente Dunkelheit im Herbst, die gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Ist natürlich, ja gut, relativ realitätsgetreu, aber nichtsdestotrotz bin natürlich auch ein Fan von Sonnenschein. Da abgehakt. Den haben. Okay, Entschuldigung. Nein, ich bin nicht betrunken. So, dich nehme ich noch mit. Nur der komische Boss. Seeigel? Nein, ist nicht da. Gut. Könnte mir natürlich auch die Höhle jetzt nochmal angucken. Wobei ich gehe davon aus, dass sie schon wieder geschlossen hat. Gehen wir mal rein. Wir gucken mal. Ich denke, die Zeit wird angehalten, dann können wir uns auf jeden Fall mal die Gruselhöhle angucken. Ah, okay.
Oh Gott, ich werde mich sowas von nass machen. Nehmen wir mal den Super Soaker mit. Okay, hab ich schon auf der Nummer 1. No comment. Stupido. Okay, and again. Das ist natürlich die Frage, ob es jetzt so schlau ist. Puh. Oh! Ich hab doch gesagt, ich werde mich sowas von lassen. Boah, war das schlecht, ey. Mein Gott, also. Geht hier auch wieder irgendwas auf? Ah, okay. Also so ganz verstehen tue ich das hier ehrlich gesagt noch nicht. Hier kommt auf jeden Fall wieder irgendwas. Okay. 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 Knappe Kiste. Wieder einer von hinten. Vorsichtig. Vorbei. Lass mich vorbei. Ich glaube, da sollte man tatsächlich einfach dran vorbeilaufen. Tschüss, tschüss. Ah, okay, das ist nicht möglich. So, tschüss. Bin dann mal weg. Tschüss. Da geht's lang, okay. Das darf man echt niemandem zeigen hier. Die Folge schneide ich raus. Was war das denn jetzt schon wieder? Also mal checken, was hier überhaupt los ist. Hier, komm, weg da, kusch, tschüss. Und du lässt mich bitte auch durch. Dankeschön, ciao. Weiterrennen. Ah, da kommt man nicht dran vorbei. Okay, man muss, auf jeden Fall muss man gegen diese Geister kämpfen mit dem Super Soaker. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ja, das sieht mal gut aus. Okay, den kann ich nicht bekämpfen. Ich jetzt irgendeine Belohnung. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder irgendwas verkehrt gemacht habe. Ja. Ich würde es mir jetzt eigentlich normal angucken, weil ich habe da definitiv irgendwas verkehrt gemacht, aber ich fand es jetzt auch nicht so geil, dass ich es mir jetzt heute nochmal geben muss. Deswegen ist das mal eine Sache, die wir einfach mal verschieben auf ein anderes Mal. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt nochmal kurz das Holz, das wir eigentlich ursprünglich haben wollten, bevor wir hier auf die Insel gekommen sind. Die wird nochmal kurz hier platt gemacht. Und dann sieht es auch so aus, als ob wir schon wieder an das Ende unserer Folge kommen. Es ist 21 Uhr. Moin Krabby. Hi, alles klar. Schön, schön mit dir zu reden. Ciao. Komm gut ins Bett und so, ne? Auf jeden Fall schon wieder eine ganze Menge Holz gesammelt. Das ist ganz cool. Ich hoffe ja so ein Stück weit, dass hier oben diese Baumschule, dass ich da eventuell irgendwann rein kann und mal ein bisschen kräftiger Holz farmen kann. Ist jetzt so eine Spekulation von mir, weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum man da so einen riesigen Bereich mit einer Baumschule belegen muss. Muss ja auch hinten weg haben. Oh, ist das eine große Krabbe? Ne, ist auch nur eine kleine Krabbe. Ja, das ist eine kleine Krabbe. Wäre natürlich mal interessant, ob hier vielleicht irgendwo die... Ey, der ist mir fast in die Axt gelaufen. Ob hier auch irgendwie eine Bosskrabbe auftauchen würde, wenn ich mich hier mit den Krabben prügele. So, die kleinen Sträucher sind entfernt. Ich würde einfach da oben nochmals durchlaufen und dann relativ straight zur Werkstatt alles wegpacken. Und
Ich habe jetzt seit einigen Tagen nichts mehr von den Forschern gehört. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich vergessen habe, da einen neuen Auftrag zu geben. Da würde ich dann morgen als nächstes mal hingehen. Und dann gehen wir wahrscheinlich auch in der nächsten Folge nochmal in dieses Ruinenland. Also da in diese komische Höhle, die Leerhöhle. Finde ich auch nochmal ganz cool. Dann nochmal die zweite Stufe auf jeden Fall clearen. So, füllen wir nochmal auf. Nochmal vier dazu. Bodenstahl kann man auch nie genug haben. Kommen auch nochmal ein paar dazu. Wir den nochmal durchlaufen. Sieht es da mittlerweile aus? Eine ganz so viele wollte ich nicht machen. Reichen. Den würde ich nochmal kurz starten, damit hier nochmal ein paar neue dazukommen. Habe ich den eigentlich gerade noch aufgefüllt? Ja, habe ich. Ist klar. Ja, hier habe ich jetzt aktuell nichts mehr zu craften, weil das Problem ist einfach, dass der Kram, den man hier bekommt, doch relativ teuer ist. Tee in. Ja, doch, Tee war. Nein, da ist keine Lücke drin, alles gut. Ups, das war die falsche Taste. Haben wir es uns quasi ins Inventory gelegt. So. Also mir fallen jetzt so wirklich spontan eine ganze Menge Dinge ein, die man im Laufe der nächsten Folge machen könnte. Wir haben das Gelände heute erweitert. Wir könnten also theoretisch auch tatsächlich einfach mal so ein paar Boxen aufstellen, um ein bisschen Getreide anzubauen. Wir können wieder in diese Ruinenstadt. Theoretisch können wir sowieso jede Folge grundsätzlich Ressourcen sammeln. Eisen, Kupfer, hatte ich jetzt auch schon wieder gesagt, dass wir eigentlich auch in naher Zukunft mal wieder ein bisschen Kupfer benötigen. Ja, das Spiel ist umfangreich. Ich kann es nur immer wiederholen. Und ich kann auch ganz klar sagen, Leute, wenn euch solche Spiele Spaß machen, dann holt euch das Spiel. Also, ich habe bis jetzt tatsächlich weniges gespielt in meinem Leben, das insgesamt den Anschein erweckt hat bei mir, dass es besser durchdacht sei. Also das ist schon echt richtig gut. Das ist eine richtig runde Sache hier, das Spiel. Mindestens Stand jetzt. Okay, das ist nochmal was zu essen. Die wollte ich eigentlich jetzt auch heute schon wieder futtern. Auch die Frage, gegen Gegenstände eingetauscht werden, natürlich auch interessant. Okay, dabei belassen wir es. Alles läuft soweit. Ich könnte hier den noch mal kurz befüttern. Dann machen wir die doch auch direkt mal. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Gut, die läuft. Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich danke euch für euer Interesse. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wäret. Und der Floschi und ich würden uns mega darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Würde uns sehr weiterhelfen. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.